krachende Niederlage für US-Präsident Donald Trump bei einem seiner wichtigsten Wahlversprechen. Die Parteiführung der Republikaner hat den Plan vorerst begraben, das Gesundheitssystem von Ex-Präsident Barack Obama durch ein stärker marktwirtschaftlich ausgerichtetes Modell zu ersetzen. Ich bin enttäuscht. Seit 7 Jahren höre ich aus dem Kongress, Obamacare widerrufen und ersetzen. Jetzt, da wir die Chance hatten, zu widerrufen und zu ersetzen, ergreifen sie nicht die Gelegenheit. Das ist enttäuschend. Die Republikaner brachten im Senat nicht genug Stimmen für Trumps Gesundheitsreform zusammen. Mehrere Senatoren hatten zuletzt ihren Widerstand erklärt. Sie fürchten die Folgen für Millionen US-Bürger, die ihren Versicherungsschutz verlieren könnten. Die Parteiführung setzt anschließend auf einen Plan B. Der Senat wird eine Abschaffung von Obamacare veranlassen, in Verbindung mit einer stabilen 2-jährigen Übergangsphase. Die Patienten gehören in den Mittelpunkt der Gesundheitsversorgung. Doch auch dieser Plan war nur wenige Stunden nach seiner Verkündung so gut wie tot. 3 republikanische Senatoren erklärten, dabei nicht mitzumachen.